Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Gesellschaftliche und Umweltfaktoren wie Anonymität, Stress, Abgase und Lärm beeinflussen unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Insbesondere leiden große Städte unter dem dichten Verkehr und der geringen Grundfläche. Das Leben erscheint dort kälter, fremder und anonymer, was dazu führt, dass unsere Gesundheit auf allen Ebenen beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund brauchen wir grüne Fläche, die Natur, die Wälder außerhalb der Städte. Bäume und das gesamte Ökosystem wirken sich insbesondere auf den Menschen positiv aus, was sogar wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Der Forscher Matthew Silverstone hat viele wissenschaftliche Studien durchgeführt und veröffentlicht, die zeigen, wie Bäume den Menschen helfen, ihre gesundheitlichen Probleme wie physische Erkrankungen, Depressionen, Kopfschmerzen, langsame Reaktion und Konzentrationsmangel zu verbessern. Darüber hinaus hat er einige Studien in seinem Buch mit dem Titel Blinded by Science, auf Deutsch von der Wissenschaft geblendet, veröffentlicht, in denen er berichtet, wie Kinder signifikante physische und psychologische Verbesserungen zeigten, wenn sie mit Pflanzen und Bäumen interagierten. Ihre kognitiven und emotionalen Fähigkeiten verbesserten sich und sie erlebten mehr Kreativität in ihrem Spiel, wenn sie sich auf Grünflächen aufhielten. Er erklärt, dass die Gründe für diese Symbiose mit der Natur darin liegen, dass einfach alles schwingt und die verschiedenen Schwingungen unterschiedliche biologische Verhaltensweisen erzeugen. Bäume üben eine natürliche Anziehung auf den Menschen aus. Wenn wir zum Beispiel mit einem Baum in Kontakt kommen, beeinflusst sein Schwingungsmuster das biologische Verhalten des menschlichen Körpers und lenkt ihn in Richtung Heilung. Deshalb ist das Umarmen von Bäumen für uns Menschen so wohltuend. Idealerweise sollten Ärzte Waldspaziergänge oder Umarmungen von Bäumen verschreiben, weil diese Praktiken völlig kostenlos sind und die Gesundheit verbessern, anstatt Patienten mit unwirksamen und teuren Medikamenten vollzustopfen und nur Symptome zu behandeln mit teilweise weitreichenden Nebenwirkungen. In Japan werden die sogenannten Waldbäder praktiziert, die darin bestehen, dass Personen so lange wie möglich entspannt im Wald verweilen und lange Spaziergänge machen. Auf diese Weise können sie die Weisheiten der alten Bäume aufnehmen und das eigene Immunsystem stimulieren. Es ist sehr schade, dass diejenigen, die Bäume fällen, sich des Schadens nicht bewusst sind, den sie nicht nur den Bäumen und anderen Lebewesen, sondern allen Menschen auf der Erde zufügen. Der Staat selbst ermutigt Studenten, im Wald zwischen den Bäumen zu spazieren und zu meditieren und glaubt, dass die Bäume die negativen Energien absorbieren, indem sie sie in positive umwandeln. In Asien werden Bäume und Wälder als Quelle für emotionale und körperliche Heilung betrachtet, da sie die universellen Energien aufnehmen, indem sie in perfekter Synchronisation mit dem Energiefeld der Erde stehen. Die Luft in den Wäldern ist sauerstoffreich, staubarm und voller Phytonzide oder ätherischer Öle. Die Bäume sondern auch große Mengen an negativ aufgeladenen Ionen ab, die dazu beitragen, den Heilungsprozess zu aktivieren. Viele Studien zeigen uns die besondere Wirkung von Bäumen auf den Menschen. Jedoch ist es wichtig, dass wir diese Vorteile erkennen und selber erfahren, wie es sich anfühlt, einen Baum zu umarmen und in Kontakt mit der Natur zu sein. Und dann werden wir mit dieser positiven Erfahrung mehr Glück, Freude und Gesundheit ernten.